Herzlich willkommen zu Part 3 von Let's Play die Sims 3 Lebensfreude Staffel 3. Ich habe es geschafft, jetzt einfach eben rauszuhauen. Yay! Falls ihr eine kleine Änderung an meinem Bild seht, ich habe endlich eine Facecam, oh mein Gott! Also ich versuche es zumindest gerade. Ich habe jetzt da meine Webcam stehen und die ist mit meinem Laptop verbunden, der steht da unten. Und ich hoffe, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe die Webcam ja schon zu Weihnachten bekommen und seitdem wollte ich ja die Facecam schon die ganze Zeit einrichten. Aber mein PC verkraftet es nicht, Fraps zu laden, das Spiel zu laden und die Webcam auszuführen. Deswegen probiere ich das Ganze jetzt gerade hier über meinen Laptop. Ich hoffe, ich muss mal ganz kurz, irgendwie gefällt mir mein Ton gerade nicht, den ich höre. So ist, glaube ich, besser. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen und hören und dass alles einfach super gut ist. Das wäre echt cool. Mein Spiel ist noch mega, mega laggy. Ich weiß nicht, warum das in den letzten Parts jetzt immer so ist. Also im letzten 100 Baby Challenge Part war das ja auch so. Sobald ich Fraps starte, wird's halt, habe ich hier nur noch 10 Frames. Vorher habe ich 40 oder 50. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob mein PC einfach kacke ist oder... Naja, wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Im letzten Part war es sehr, sehr aufregend und das ganze Drama mit Noah und Riley ist gestartet. Und ihr fandet es alle sehr, 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 sehr cool, was mich super freut, weil ich liebe Drama und ihr seid alle auch immer down dafür. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir diese Aktion jetzt starten können. Und Riley wünscht sich auch schon, eine Kissenschlacht mit Noah Mason zu liefern. Und diesen Wunsch werden wir ihr wahrscheinlich erfüllen. Vielleicht gibt es sogar ein Happy End. Nein, okay. Starten jetzt erstmal ins Gameplay. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier gleich noch ein bisschen legt mit dem Lag. Ich merke auch einfach, dass wenn ich hier rüber gehe, also war sowas zumindest gerade, und gehen wir jetzt mal einfach hier auf so ein Haus. Ja, okay, jetzt hier gerade nicht. Ich kriege gerade einfach höchstens 10 Frames hin. Ich muss mal gucken. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das hier alles so, ob das alles so richtig ist. Okay, Doki, ich habe jetzt nochmal geguckt. Hey, jetzt habe ich auch mal mehr... Jetzt habe ich auch mal 30 Frames. Was ist das? Okay, egal. Auf jeden Fall, wir freuen uns hier drüber, dass mein Spiel jetzt flüssig... läuft. Okay, lassen wir es einfach jetzt so. Und starten endlich ins Gameplay. Heute ist Gruseltag, was sehr, sehr aufregend ist, weil dann haben wir einen freien Tag und können den Tag in der Stadt genießen, mit wem auch immer. Ach ja, mir fällt gerade ein. Levi hat zu einer Kostümparty eingeladen. Und die Einladung werden wir natürlich annehmen. Ich muss mal schauen, ob wir jetzt heute zu ihm gehen können oder nicht, weil das war ja im letzten Part so ein bisschen tricky. Ich bin so dumm. Donnerstag um 13:01 Uhr. Okay, das ist in einer Stunde. wir drücken mal. Ich komme schon mal gucken, ob wir die Einladung dann wirklich wahrnehmen oder nicht. Riley, wie geht's dir denn? Guck mal, du bist ja ausgeschlafen. Dann kannst du jetzt aufstehen. Geh nochmal auf Klöchen. Hier geh aufs kleine Pöttelchen. Und da ist wieder irgendwas vergammelt. Der Herbstsalat ist vergammelt. Den wollen wir jetzt eh nicht. Nimm dir ein bisschen Pfannkuchen. Da klingelt dein Handy. Ich wette, es ist Levi, der will, dass du zu ihm kommst. Ruby war heute Nacht irgendwie super müde. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie im letzten Part gemacht hat. Seht ihr eigentlich, dass ich mich an der Achsel kratze? Ich hoffe nicht. Oh Gott, ich habe heute super, super gute Laune, weil draußen ist einfach so schönes Wetter. Ich weiß noch nicht, ich sitze hier drin. Aber ich war eben schon, also... Oh. Meine Worte überschlagen sich schon wieder. Ich war eben schon mit den Mädels essen, weil wir haben nämlich ein bisschen gefeiert, weil wir heute unsere zweite Vorabi-Klausur geschrieben haben. Und zwar Bio, und davor hatten wir alle am meisten Angst. Und jetzt haben wir es hinter uns. Und ich habe sogar ein relativ gutes Gefühl. Okay, sie geht jetzt schon dahin, ohne was zu essen, gegessen zu haben, aber da gibt es schon was zu essen. Ich habe sogar ein ganz gutes Gefühl. Ich sage es jetzt mal nicht zu laut, aber ja, ich fand es ganz in Ordnung. Und danach sind wir halt Sushi essen gegangen mit ganz vielen Mädels aus der Klasse und das war echt cool. Und wie gesagt, das Wetter ist total schön und jetzt dachte ich mir, nehme ich doch noch was auf. Und ich hatte gerade unfassbar Lust, Lebensfreude aufzunehmen, weil es mein liebstes Let's Play ist. Und komm, Ruby, du stehst jetzt auch mal auf. Da war ein LKW. Ich habe extra meine Jalousie aufgemacht, damit ich rausgucken kann. Normalerweise habe ich dieses, wie nennt man das? Ich glaube, ein Plissé, so einen weißen Vorhang vor meinem Fenster. Da kann ich immer nicht rausgucken, beziehungsweise ich kann da nichts sehen. Aber jetzt kann ich rausgucken. Ja, dann geh doch mal duschen, damit du nicht mehr so stinkst. Dann könntest du eigentlich auch zu deinem Bruder gehen, wenn wenn wir denn dann jetzt da rein können. Das wäre wirklich sehr schön. Was? Oh nee, ich dachte, es wäre Mia. Ich finde, Mia sieht Riley voll ähnlich irgendwie. Okay, sind hier noch andere Leute? Ist da Hayley? Yay, Queen Hayley. Und Nemo ist natürlich auch am Start. Warum sage ich Nemo?
dieses Haus ist so komisch. Da liegt ein Baby auf dem... Ist das Levi's Baby? Geh rein. Geh bitte rein. Ja, scheiß auf dein Handy. Wie heißt es nochmal? Tanika, ja. Oh, das ist Levi. Hi, Levi. Und was haben wir für ein Kostüm an? Ja, wir sind, Riley Harris, hallo. Ich habe mich verkleidet. Wir sehen cool. Wow. Riley. Du siehst heiß aus. Wow. Okay, komm, wir gehen zu Tanika und begrüßen unser, was ist es denn für? Unsere Nichte. Geh zu ihr. Hey, bleib stehen. Bleib stehen. Wir wollen das Baby. Ich möchte das Baby. Wechsel ihre Windel und kuschel mit ihr und spiel mit ihr. Levi, leg das Baby runter. Oh mein Gott, Hayley, du bist einfach... Sie ist einfach die Queen. Guckt sie euch an, sie verkleidet sich als Hotdog und denkt sich, oh, Kind. Guck mal, wie jung sie noch im Gesicht aussieht. Das ist richtig krass. Ich höre doch hier noch mehr Leute. Wer ist denn noch hier? Es wäre lustig, wenn Noah Mason hier wäre. Das wäre wirklich sehr witzig. Hä? Ich hab doch... Da! Wer ist denn da? Claire Ochsenknecht. Aha, sie ist hier... Oh, Tanika! Oh, und sie guckt mal ihre Hautfarbe an, wie süß. Oh mein Gott. Oh, war da Ryan? Oh, ich will ein schönes Bild von ihr. Mit Tanika. Du musst leider jetzt nochmal mit Tanika kuscheln, weil ich möchte das nochmal sehen. Bitte. Bitte tu es. Bitte tu es. Aber ich habe mich noch nicht gewöhnt daran, dass ich da so eine Facecam habe, dass ihr sehr seht, wie ich hier vor dem PC sitze. Oh. Levi, deine Hand! Süß, okay. Das ist Alan! Oh mein Gott! Relationship Goals. Relationship Goals. Wenn dein Freund, dein Mann und du sich beide als Hotdogs verkleiden. Oh mein Gott, das ist wirklich, das ist Relationship Goals. Könnt ihr bitte zueinander gehen? Das wäre grauenvoll. Nee, das wäre großartig. So, Ruby, komm auch mal hier rüber jetzt, wenn du endlich geduscht hast. Es wird Zeit. Oh, da hier kann sie auch ein bisschen rumsingen. Was willst du denn? Wir wollen mit dir reden. Hey, Opi, na? What's going on? Und Ryan spielt hier mit Nemo schön. Oh. Hey, die beiden haben gar keine Beziehung. Das müssen wir ändern. Okay, erzähl ihm eine lustige Geschichte. Und nein, die Grimasse. Und, hey? Nein, stopp. Und, lern ihn kennen, weil es ist ja nur dein Opa. Und spiel Steinschere Papier mit dir. Mit ihm. Bist du jetzt mal hier fertig? Warum klingelt dein Handy? Wir brauchen jetzt kein Handy. Los, let's go, let's go, let's go. Und ich möchte Nemo Master ein Flurbad verpassen. Du bist doch gar nicht bei Nemo. Oh, warum geht's ihr denn so schlecht? Sie hat Hunger. Tja, wenn man in dieses Haus gehen könnte, dann könnten wir auch was essen. Aber irgendwie kann man nicht in dieses Haus gehen. Soll ich hier so eine Treppe ein... Warte mal, wie ist das denn hier geregelt? Warte mal, ich baue mal hier eben... Warte mal, wie geht da denn jetzt? Testing. Genau. Testing. Cheats and... True. So, und jetzt bauen. So, dann warum? warum lässt mich das Spiel nicht so das machen, was ich will? Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht, dann können wir halt nicht in die Wohnung. Ich meine, ist das... Hi, Mia! Wie ist sie hier hochgekommen? Ich meine, wir unterhalten jetzt hier uns eh gerade mit unserem Opi, aber... Das ist ja trotzdem Frage. So, Ruby ist jetzt auch fast da und der Tag ist schon wieder fast rum. Grandios. Guck mal, habt ihr gesehen, wie Ruby hier hingeflitzt ist? Das war ja großartig. Komm, wir versuchen das jetzt auch einfach mal. Wie geht es? Ja, ruf halt an bei Loveland Fanny. Sie ist doch ganz zu Hause, oder? Und ihr zwei versteht euch prächtig? Sehr schön. Dann kriegt ihr endlich auch mal ein bisschen Beziehung. Dann schlagt doch mal mit ihm ein. Ruby Harris hat soeben die Party von Levi Harris besucht. Ja, hier ist es echt krass. Hier ist es auf jeden Fall richtig krass. Dann erzähl ihm nochmal eine lustige Geschichte und schneid ein bisschen Grimassen und plauder ein bisschen mit ihm und erzähl ein bisschen Chaka, genau.
Promi-Tratsch. Love and Fanny ist gerade nicht zu Hause. Bla bla. Ja, ich will ja auch nicht. Geh halt zur Etage 3. So, wer ist jetzt hier noch? Wer bist du? Alessa! Was willst du denn hier? Ja, geh halt da hoch. Levi, du redest jetzt nicht mit Alessa, oder? Also das wäre jetzt der Wahnsinn. Wenn das jetzt wirklich passiert, ne? Versucht sie sich gerade mit ihren Kindern zu vertragen? Sehe ich das richtig? Warum muss es jetzt regnen? Weißt du, mein Spiel hat es gerade hier einigermaßen auf die Kette gekriegt. Und jetzt muss es regnen, oder was? Sind es? Was ist das, hä? Oh, Ruby, bist du oben? Hast du es geschafft? Nee, was ist das denn hier? Warum hat sie denn überhaupt so ein Kostüm an? Oh, du kennst diese Familie nicht gut genug, aha. Wem gehst du denn jetzt zusehen? Was soll, Ivy? Ryan? Noah ist hier? Oh, Riley. Komm runter, er ist auch ein Hotdog. Und du denkst einfach, es wäre dein Vater. Und wählst ihn halt einfach mal eben romantisch umarmen, weil es ist ja dein Vater. Großvater. Ja, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ne? Oh. Machen einfach mal einen eleganten Auftritt. Ivy, Alter, was ist mit dir? Was ist eigentlich bei diesem Mädchen schiefgelaufen? Das frage ich mich wirklich. Vor allem, was hat sie für ein Kostüm an? Ich meine, sie hat alles bedacht, ne? Ihre Haare passen... Oh, was? Ihre Haare passen perfekt zu ihrem Kostüm. Also, Respekt, Ivy. Dafür, dass du sonst mal dein Hochzeitskleid trägst, wenn es nicht passt. Kein Bock, so jetzt mal so richtig hier zu stehen. Komm, geh mal zu deinem Daddy und geh ihn mal, frag ihn mal nach seinem Tag und verschöner seinen Tag. Und könntest du den mal umarmen oder so? Gratuliere ihm zu harter Arbeit. Riley, kannst du mal jetzt hier dein Get Your Shit Together? Was ist das denn? Bist du jetzt hängen geblieben oder was? Wenn du jetzt hängen geblieben bist, ne? Ja, hast du mal Glück gehabt. Hey, Riley, das ist, dass du mal zu meiner Party gekommen bist. Noah! Ich folge dir bis nach Hause. Bleib stehen. Bleib, Noah. Ich folge dir bis nach Hause. Hör mich an. Wie, ich komme mit dir nach Hause. Sowas von komme ich mit dir nach Hause. Oh, sie redet jetzt. Oh, guck mal, sie redet jetzt hier so mit Ivy. Ah, oh, ja, macht ihr mal. Ich bändle jetzt hier das zwischen Noah und mir. Ach, Noah und mir. Noah und Riley an. Komm, lad ihn nach Hause ein. Können wir ihn nach Hause einladen? Sim anrufen. Was? Next höher platzierten Schachgegner einladen. Spielen wir Schach? Das wusste ich nicht. Das wusste ich hier noch nicht. Warte mal. Stopp. Danuta. Mhm. Noah. Können wir jetzt auch nach Hause gehen? Ich möchte nach Hause. Bitte, ich möchte nach Hause. Können wir irgendwo anders hin? Grand Hall Theater. Theater. Warum tue ich das hier? Können wir hier irgendwas machen? Lass uns einfach hier in die Blue Jazz Lounge machen. Gehen. Ja, da gehen wir hin. Ich hoffe, er sagt ja. Und das ist ja auch gar nicht weit von zu Hause, zufälligerweise. Und zu Hause steht ja auch ein Bett. Was? Klar, das hört sich gut an. Bis dann. Oh yeah. Das Coole ist, weil ich jetzt eine Webcam habe, kann ich die Zeit auch mal sehen. Ich weiß, es nervt ein bisschen, dass ich da mal runtergucke, aber das ist halt noch ein bisschen Neuland für mich. Wie für Merkel das Internet ist die Facecam für mich Neuland. You know? Okay. Oh, Mia, du siehst so... Warum sage ich mal Mia? Riley, du siehst so heiß aus. Oh, ja. Wow! Guckt euch dieses Kleid an. Oh, das ist ein Reh. Ein Hirsch. Warum ist die Musik so laut? Wo ist hier überhaupt ein Lautsprecher, ist die Frage, ne? Nirgendwo einfach. Warum hat sie Fische im Gepäck? Ist auch die Frage. Oh, guck mal, die reden hier immer noch.
Mit Mia? Hey, Mia. Ich habe deinen Bruder gebumst. Spaß. Entschuldigung. Aber du kannst dich ja ruhig mal ein bisschen mit dir anfreunden. Ein bisschen. Ja, genau. Ja, ein bisschen kennenlernen und dann kannst du ein bisschen lustig mit dir sein. Noch ein bisschen lustig und noch ein bisschen lustig. Ja, so, super. Riley Harris war an einem Hotspot des Nachtlebens. Yeah! Hier ist es heißer als Hank Goddard, als er gebrannt hat. Wow. Was ein Spruch. Louis Schweins. Die Leute, die hier wohnen, haben echt grandiose Namen. Ich habe gerade eine grandiose Idee. Gibt es hier nicht... Da, ich wusste es. Hier gibt es Ressorts. Wie wäre es denn, wenn Riley und Noah sich zu einem kleinen Getaway im Ressort niederlassen? Das wäre doch was, oder? Aber dieser Typ muss erstmal hierher kommen. Noah, wo bist du? Komm hierher. Ach, da kommt er. Angesprochen. Nochmal Glück gehabt, Junge. Ist es nur? Nein, Hermann. Hermann ist es nur. Der Hermann. Wie findet ihr das mit der Webcam? Schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde es, glaube ich, nicht bei jedem Video machen, weil ich manchmal auch einfach aussehe wie ein Stück Kacke. Und das meine ich ernst. Auch wenn ihr mir immer sagt, nein, ihr bist wunderschön. Ich weiß, das ist nur nett gemeint, aber ich weiß, dass ich nicht... Ich kann ja nicht immer schön sein, ne? Okay, die zwei verstehen sich prächtig. Dann versuchen wir das Ganze doch mal, dass die hier jetzt hier rübergehen und vielleicht dann einchecken. Je nachdem, ob es denen dort gefällt. Und keine Sorge, ich werde mich in den nächsten Parts dann auch irgendwann wieder auf Ruby konzentrieren. Aber das ist gerade einfach viel zu aufregend, als dass wir das jetzt hier ignorieren könnten. Oh mein Gott, Nate ist ja auch noch regionale Güter? Was macht der für einen Job? Mhm. Ruby ist mit allen irgendwie ein bisschen besser befreundet, ne? Komm, ruf mal Abby an. Gleich. Frag mal, wie es dir so geht. Kannst du bitte auf deinen Boy warten? Warum sprintest du denn so? Ich denke, ich werde... Noah! Kannst du mir das antun? Ich werde ja jetzt mit dir reden. Bleib hier. Ich werde dich jetzt knutschen und lieben und für immer... Hä? Ja, ich weiß, du hast Hunger. Oh, ich habe da, glaube ich, heute noch gar nichts zu essen gegeben. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier was bekommen. Baby, baby. Na, 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 na. Wir müssen uns erstmal wieder langsam annähern. Verliebt. Ich kann es nicht ausschalten. Warum nicht? Okay, dann werden wir jetzt wohl doch gleich einchecken. Aber hier steht ja niemand. Warum steht hier niemand? Ist es schon zu spät? Einchecken mit. Das ist mir definitiv viel zu laut. Was soll das? Eine Nacht im der Luxus-Suite, auch wenn wir nicht so viel Geld haben, aber... Warum kann ich nicht mit? Warum klappt es nie so, wie ich will? Mein ganzer Plan geht durcheinander. Yes! Yes! Wir gehen eine Runde nackt baden. Das ist gut. Tu es. Das ist mir wirklich zu laut hier. Ich muss ein bisschen Abstand halten. Können wir den Pool benutzen? Dürfen wir? Oder nicht so? Riley Harris beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Ist doch egal. Warum können wir denn nicht, können wir den jetzt nicht benutzen? Wer ist hier überhaupt alles? Liebes. Wir müssen doch hier einchecken können. Warum können wir denn nur mit Ruby einchecken? Nee, stopp, was ich... Dann gehen wir halt doch nach Hause. Aber vorher, was haben wir nicht zu Hause? Auch einen Pool? Wo ist unser Zuhause? Wo ist mein Zuhause, hä? Ah, wir doch nicht. Schade. Ich dachte irgendwie, wir hätten einen Pool. Haben wir nicht auf dem Dach einen Pool oder so? Nein? Nein. Warum denke ich sowas? Warum bin ich so dumm? Haben wir hier ein Public Pool? So ein Schwimmbad? Oh, hier ist auch noch ein Resort. Aber das muss doch möglich sein. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Das muss doch klappen, dass man gemeinsam halt eincheckt mit jemandem. Mann. Wo ist hier der Pool? Ach, und ihr habt mir übrigens geschrieben, dass es hier doch einen Tätowierer gibt. Dann können wir das auf jeden Fall auch noch mit Riley machen. Dann kriegt sie noch ein Tattoo. Hier ist nämlich auch ein Resort. Das finde ich jetzt ganz gemein. Das finde ich richtig gemein. Ich will jetzt einen Pool.
Ich möchte nackt baden gehen. So richtig die Sau rauslassen. Okay, hier ist ein Pool. Dann gehen wir jetzt hierher mit unserer Verabredung. Ich hoffe, er verlässt uns nicht, weil wir uns nicht entscheiden können, wo wir hinwollen. Komm, Noah, steig in unseren Flitzer. Na, 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 na. So, und jetzt bitte ihn, nackt baden zu gehen. Hier. Ja, dann müssen wir uns jetzt hier nochmal kurz annähern und dann können wir nackt baden. Oh, er sieht so heiß aus in seinem Anzug. Hey, Babe. Alles fresh? Dann flirte ich nochmal kurz an und dann küssen wir ihn nochmal. Mm. Oh, yeah. Schicke, schicke, Bubu. Yeah. Mm. Oh, yeah. Oh mein Gott, wenn Alyssa das wüsste. Ich bin so grauenvoll. Bitte nackt baden zu gehen. Yes, please. Yes, es klappt. Sehr schön. Dann mal los, meine lieben Freunde. Präsentiert eure Astralkörper. Präsentiert sie. Nein, wir gehen jetzt nicht auf Toilette. Auch wenn du musst und auch wenn du echt Hunger hast. Irgendwie ist das hier hängen geblieben, oder? Ich weiß nicht. Oh, noch im Regen. Wow. Wow. Noah. Wuhu. Wuhu. Sie möchte auf Nacktbader reagieren. Ja, du ziehst dich jetzt erstmal selber aus. Komm, tu es. Tu es. Tu es. Woohoo! Und sie hat ihre schönen Zöpfchen. Wie attraktiv. Wow. Gibt es hier auch einen Whirlpool? Gibt es das? Kann man da drin? Nein, kann man nicht. Okay. Gibt es hier? Es gibt die Dusche. 100 pro sind da aber Türen vor, wo nur... Ich wusste es! Das ist doch so fies! Das Spiel will alles manipulieren, was ich habe. Okay, geh jetzt zu ihm und halt Händchen mit ihm. Nein, bleib hier! Du gehst nicht weg. Du verlässt mich nicht. Mach ein Kompliment über sein über seine Sportlichkeit und wisst ihr was? Ich lass mich nicht verarschen. Nicht mit mir, meine lieben Freunde. Nicht mit mir. Da kommt jetzt eine normale Tür hin. Eine stinknormale Tür. Wie in jedem anderen Haus auch. Sieht nicht so schön aus, aber ist mir egal. Ich möchte, dass sie ein Techtelmechtel machen. So, bitteschön. Oh nein! Wie konnte das passieren, dass ich darauf gedrückt habe? Nein! Das ist so falsch von mir. Oh nein! Oh nein! Und es funktioniert auch noch. Oh nein, Mist, was soll ich nur tun? Wie kann man denn eine Interaktion abbrechen? Ich weiß es nicht. Oh, Okay, die Facecam ist noch ein bisschen überbelichtet, sehe ich, aber das fixe ich dann im nächsten Part. Oh mein Gott. Lasst euch. Was? Noah! Als ob du um 3 Uhr morgens zur Arbeit musst! Okay. Wir gehen jetzt nach Hause und weinen. Riley, geht nach Hause. Wo ist Ruby eigentlich? Was? Ah, sie ist noch bei Levi und guckt Fernsehen. Alles klar. Und amüsiert sich. Ruby, komm, wie wär's? Geh auch mal nach Hause. So, das wäre doch mal eine Idee, oder? Eventuell. Oder? Die haben hier überhaupt kein Babybett und nichts. Deswegen liegt das Baby auch die ganze Zeit auf dem Boden. Sollte ich dir eins kaufen? Naja. Ich bin so traurig. Ich bin wirklich richtig traurig, dass Noah Riley gerade so sitzen lassen hat. Das war allerunterste Schublade. Das war schon im Keller. Das war ganz, ganz krass von ihm. Oh, guck mal, sie wünscht sich jetzt sogar ein Techtelmechtel mit Noah. Upsi. Dann müssen wir wohl...
Ja, machen wir das mal weg, dass sie Baloo bürsten will. Ja, dann müssen wir das wohl irgendwie mal einrichten, ne? Wie wär's, wenn du jetzt erstmal pieseln gehst, weil du pinkelst dich jetzt ein in 22 Minuten. Beeil dich! Dankeschön. Danach kannst du dir noch schnell was zu essen holen. Okay, vielleicht noch einen Snack, weil das ist alles verschimmelt. Hol dir am besten mal einen grünen Salat, dann bist du auch nicht fett. Ja, duschen können wir auch in der Früh. Dann kannst du schlafen gehen. Wie geht's denn unserem Dobby? Oh, er braucht Futter. Dann füttern wir ihn erst, bevor wir schlafen gehen, weil sonst verreckt er. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt auch schon wieder eine Menge aufgenommen. Das ist jetzt echt gut, dass ich das immer im Blick habe, wie lange ich aufnehme. Dann nimm dir halt jetzt auch noch hier so einen Salat. Und ich würde sagen, ich beende den Part dann an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Vor allem auch mit der Webcam. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das findet mit der Webcam, also mit der Facecam. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.